Ferhat'ı liste, Ferhat'ı patrita derpiste, Hocabın Feierbier alle gemeinsam den 90. Jahrestag der Gründung der Republik Türkei. Dieses Jahr findet unser Empfang zum 29. Oktober in einer anderen Lokalität in der Schlossgartenhalle Ettlingen statt. Aufgrund der jährlich steigenden Anzahl unserer Gäste waren wir auf der Suche nach einer größeren Lokalität gewesen, in der Sie unsere Gäste noch wohler fühlen. Ich hoffe, dass Sie zufrieden sein werden. Da wir unsere erste Erfahrung in dieser neuen Lokalität machen, hoffen wir auf Ihre Nachsicht, falls es dort kleine Ungereimtheiten geben sollte. Zuerst möchte ich meinen Dank bei allen unseren Gästen aussprechen, dass sie an so einem bedeutenden Abend unserer Einladung gefolgt und heute Abend gemeinsam mit uns hier sind. Leider ist es mir nicht möglich, alle bei Namen zu begrüßen. Jedoch möchte ich um Ihre Erlaubnis bitten, einige unserer Gäste doch namentlich willkommen heißen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister der Stadt Ettlingen, Johannes Arnold, sehr geehrte Frau Meli Ulrich, Leiterin Büro für Integration als Vertreterin des Oberbürgermeisters der Stadt Karlsruhe, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin der Stadt Brüssel, Cornelia Petzold-Schick, sehr geehrter Herr Fahner, Vertreter der Oberbürgermeister der Stadt Schramberg, sehr geehrter Herr Bürgermeister der Stadt Donaueschingen, Bernhard Kaiser und sehr geehrter Herr Generalbundesanwalt Harald Range, sehr geehrte Frau Oberstaatsanwältin bei der Generalbundesanwaltschaft Dr. Sonja Heine, sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt beim Bundesgerichtshof Frank Valenta, sehr geehrte Frau Silvia Kutting-Uhl, Mitglied des Bundestags, sehr geehrter Frau Sibylle Lorsch, Mitglied des Bundestags und sehr geehrter Herr Landestagsabgeordneter Werner Rapp, sehr geehrter Herr Präsident der Handelskammer Karlsruhe, Johann Wohlfeil, sehr geehrter Herr Direktor des Bayerischen Landesmuseums Herr Siebenmorgen, Herr Vizepräsident der IHK, Herr Schracke und Herr Huber von der IHK aus der Wirtschaft, sehr geehrter Herr Klaus Gassner von BNN, sehr geehrter Herr Polizeidirektor Roland Blei von der Karlsruher Polizei, sehr geehrter erster Polizeihauptkommissar Herr Erik Atik und seine Kollegen und last but not least, lieber Kollege, Herr Generalkonsul von Bosnien-Herzegowina Dragan Dragic und Herr Generalkonsul von Japan Shinsuke Toda. Verehrte Gäste, mit gutem Recht feiern wir mit Stolz und Glück mit der vor 90 Jahren schwer erarbeiteten Gründung der Republik Türkei, eines der stärksten und angesehensten Staaten einer modernen Welt zu sein. Beginnend mit unserem erhabenen Begründer der modernen Republik Türkei Atatürk, gedenken wir mit tiefer Dankbarkeit und Verpflichtung an all diejenigen, die zur Gründung der Republik ihren Beitrag geleistet haben. Die Republik Türkei, dessen 90. Jahrestag wir feiern, ist ein auf europäischen Werten aufgebauter und entwickelter Staat. Die Türkei hat heute im Umgang mit einem mehrparteilichen System Erfahrung und ist im Besitz einer dynamischen und aktiven Demokratie. Die Türkei ist heute eines der Länder mit der jüngsten und dynamischsten Bevölkerung. Die Türkei verfügt heute europaweit über die sechstgrößte Wirtschaft. Weltweit befindet sich die Türkei mit ihrer Wirtschaftsmacht auf Platz 16. Sie ist ein Land, die sich zum 100. Jahrestag der Republik 2023
zum Ziel gesetzt hat, zu den 10 größten Wirtschaftsmächten der Welt zu gehören. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, die Beziehungen mit Deutschland haben in unserer Geschichte immer einen besonderen Platz gehabt. Dies war auch in der Phase der Gründung der Republik so. Besonders in den ersten Jahren unserer Republik ist die deutsche Beeinflussung in unserem Rechtssystem, in der akademischen Welt sowie in der Architektur sichtbar. Die hier lebenden mehr als 3 Millionen türkischen und türkischstämmigen Leute leisten einen originellen Beitrag zu unseren Beziehungen. Sei es im Zuständigkeitsgebiet unseres Generalkonsulates Baden oder allgemein in Deutschland, leisten unsere Leute einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung Deutschlands seit mehr als einem halben Jahrhundert. Unsere Menschen, die als Arbeiter in dieses Land gekommen sind, sind heute nicht mehr nur Arbeiter. Sie sind Arbeitgeber, Akademiker, Bundestagsabgeordnete, Politiker, Sportler. Deutschland ist nunmehr die Heimat unserer Leute, die hier leben, und die Türkei ist ihr Mutterland, beziehungsweise Vaterland. Es macht auch keinen Sinn, noch immer zu einer Entscheidung zwischen Heimat und Vaterland aufzufordern. So wie die Türkei 2 Kontinente miteinander vereint, so vereinen unsere Landsleute 2 Länder miteinander. Ich bedanke mich nochmals bei allen unseren Gästen, die unser Fest gemeinsam mit uns feiern. Jetzt möchte ich unsere Gäste um Erlaubnis bitten und an diesem besonderen Tag ein paar türkische Worte an unsere Staatsbürgerinnen und Bürger richten. Değerli vatandaşlarımız, kıymetli konuklar, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. yılını hep birlikte coşkuyla kutlamaktayız. Cumhuriyetin hangi şartlar altında kurulduğunu, yaşatıldığını, yoktan var edilen bir ülkenin 90 yıllık geçmişinde kaydettiği başarıları dikkate aldığımızda tabiatıyla her yıl dönümünde haklı bir gurur yaşamaktayız. Başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda emeği geçen herkesi minnet ve şükranla anmak boynumuzun borcudur. Ülkemizi hep birlikte daha ileriye götürmek de ortak görevimizdir. Ben sizlere yeni ve büyük başarı öyküleriyle bezenmiş nice 90 yıllar diliyor. Cumhuriyet Bayramınızı bir kez daha gönülden kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet!